Angekündigt wurde ich jetzt noch und falls es Widerspruch gibt, dann lasse ich laut Geschäftsordnung abstimmen, ob wir den Tagesordnungspunkt noch behandeln können. Ich frage erstmal, gibt es Widerspruch, dass man behandeln kann? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich den Top 22. Ein Redebeitrag ist angekündigt, den würde ich jetzt aufrufen, CDU. Tut mir leid, dass ich zwischen euch und dem Feierabend stehe, aber ihr hättet ja einer Rücküberweisung zustimmen können und dann hätten wir das Thema jetzt nie auf der Tagesordnung gehabt. Also ich habe das mal in die Wand geworfen, was so das DRK dazu gesagt hat. Es geht um die Altkleidercontainer. Wir wissen alle, dass es teilweise unhaltbare Zustände gibt und dass man da unbedingt was unternehmen muss. Nun ist aber die Frage, was macht man da? Die Verwaltung möchte nun gern da neu ausschreiben und einer unserer maßgeblichen Sozialverbände hat dann diese Einwände aktuell in der Zeitung gebracht. Und damit sollte man sich schon auseinandersetzen. Die Frage ist jetzt, und die Bürgermeisterin hat gesagt, ja, wir können mit den Sozialverbänden nicht vorher reden, weil wir wollen ausschreiben und. Aber die Frage ist, müssen wir überhaupt ausschreiben? Wir haben hier kein Satzungsproblem, wir haben ein Vollzugsproblem. Und das Vollzugsproblem haben wir genau auch dann, wenn wir jetzt eine Satzung erlassen, auch dann muss da jemand hingehen und muss sich anschauen, ob die Standorte sauber sind, ob die Container an der richtigen Stelle stehen. Aktuell läuft es nach Sondernutzungssatzung und da gibt es kein Problem. Wie gesagt, schauen Sie sich das an. Es ist ein Vollzugsproblem und kein Problem von der Satzung. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, diesen Weg uns dahin begeben, dann wird es möglicherweise sein, dass das DRK möglicherweise bestimmte Angebote zurückfährt. Und das wird nicht nur das DRK betreffen, sondern auch andere Sozialverbände in Dresden. Wie gesagt, es ist Ihre Chance, jetzt hier zuzustimmen oder dagegen zu stimmen. Wir werden dem nicht zustimmen. Wir hätten das gerne noch mal diskutiert im Ausschuss, weil die Dinge waren nicht bekannt. Wie gesagt, jeder muss damit umgehen, wie er denkt. Danke. Okay, weitere Redebeiträge sind nicht angezeigt. Deswegen stelle ich den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung. Wer hier zustimmen kann, den bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 36 Ja, 12 Nein, 7 Enthaltungen so beschlossen. Und ich wünsche allen einen schönen Abend.